Vor dem Hintergrund des Nordsyrien-Konflikts hat US-Vizepräsident Mike Pence den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Ankara getroffen. Ob die Vermittlungsversuche fruchten werden, ist fraglich. US-Präsident Donald Trump hatte einen Brief an Erdogan geschickt. Darin schreibt er, dass dieser kein Dummkopf sein solle. Er könne ein großartiges Abkommen mit den Kurden erreichen. Vor rund einer Woche hatte die Türkei eine Militäroffensive gegen die Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien begonnen. Sie stuft die Miliz als Terrororganisation ein und will eine Sicherheitszone entlang der syrisch-türkischen Grenze errichten. Die Kurdenmiliz YPG wiederum hatte die USA im Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat massiv unterstützt. Der türkische Militäreinsatz war erst durch den US-Truppenabzug möglich geworden.